Hallo und herzlich willkommen bei Was Tuning. Heute werden wir mit diesem Kfz fahren, weil viele wollten ja mal hören und sehen. Zeiten messen können wir nicht. Ich erzähle euch gleich wieso. Warten, dass der Kompressor fertig ist. Also ich muss sagen, diese Königsitze, die sind schon wirklich passgenau. So, jetzt müssen wir den Kumpel erstmal warm fahren, wir brauchen erstmal Öltemperatur. Genau, auf jeden Fall Golf 3 R32, habt ihr ja schon in den Videos gesehen. Ein paar von euch, okay, wir machen auch das Video. Ja, danke schön. Es ist zu warm. Ein paar von euch wollten ja einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen hören. Wir haben jetzt Fehler gelöscht. Weil wir hatten ja ursprünglich einen sehr unrunden Motorlauf, diesen wir jetzt immer noch haben. Und zwar geht es da um die Gemischbildung, die ich jetzt mitbekommen habe mit den Fehlern. Sie haben sich löschen lassen, sind auch dann nicht gleich wieder sofort aufgetaucht. Allerdings sind sie jetzt, glaube ich, wieder drin. Wir haben keine Motorkontrollleuchte, die aufleuchtet, nichts. Also normalerweise müsste er eigentlich laufen, aber er zieht ab und zu, zieht er Zündung und nimmt Leistung. Was natürlich unsexy ist. Da ist das Kackfass der C1-Roller. Das schlechteste fahrende Dixi-Klo, das auf Deutschland Straßen existiert. Nichts gegen C1-Fahrer, mal abgesehen davon. Aber ich habe gehört, dass die mit dem Scheibenwischermotor vom Dreier betrieben werden sollen. Kann ja sein. Den Innenraum habt ihr auch schon gesehen. Wir haben hier graue Leder und sonstiges. Viele haben auch geschimpft wegen dem Ding. Ich weiß jetzt gerade gar nicht die Bezeichnung vom Lenkrad. Aber viele haben da irgendwie auch gesagt, dass die das nicht gut finden, das muss weg, das muss raus. Wir werden ein neues Lenkrad bekommen. Und zwar hat mich da eine Firma angeschrieben. Und da werden wir das originale Lenkrad machen lassen mit schwarzem Alcantara und grauen Nähten. Genau, so ist zumindest der Plan. Dazu wird es aber dann noch ein Video geben. Und genau, heute ist auf jeden Fall erstmal fahren dran. Zeiten können wir nicht messen, dummerweise würde ich gerne tun, aber funktioniert nicht, weil wir erstens kein Gerät haben. Und so ein Gerät, ihr wisst ja Bescheid, das ist schweineteuer, das Ding. Jetzt hätte ich vielleicht rechts fahren sollen. Genau, auf jeden Fall Zeiten messen funktioniert einfach nicht, weil wir erstens die Gerätschaften nicht haben. Und ich die jetzt auch gerade nicht einfach so aus dem... Oh Gott, war der schlecht! Okay, Klassiker zuletzt. Nee, auf jeden Fall... Ich würde sie gerne messen, aber auch mit dem aktuellen Motorlauf, weil wir eben Probleme haben, funktioniert das nicht. So. Zum Fahrwerk muss ich auch noch was sagen. Und zwar, wir fahren ja ein Gas V1, was ich kann jedes Rad einzeln ansteuern, abgesehen davon. Aber das ist schon sehr, sehr unkomfortabel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ne? Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Grüße gehen raus an die Brüder auf Luft. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr... Aua. Sehr, sehr unkomfortabel und das, ja. Befürchte, es ist jetzt ein bisschen verwackelt. Ja, das ist nicht so wild hier. Genau, auf jeden Fall, Fahrwerk ist schon echt eine Sache. Ich habe ja noch das Low-Tech-Gewindefahrwerk zu Hause liegen. Das Variante war KW. Das Street, wie war denn die andere? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe noch ein Low-Tech-Fahrwerk zu Hause liegen. Da können wir mal gucken, falls Luft aufgibt, beziehungsweise falls das defekt ist. Ob das Gewindefahrwerk das besser macht. Ich muss mich ein bisschen... Das ist ein geiles Ding. Das ist ein geiles Ding. Fürs Kennzeichen entschuldigen. Das Problem ist, dass München Stadt musst du zwei Ziffern nehmen, also zwei Buchstaben. Und dann waren aber nur noch die Zahlen, weil ich wollte unbedingt 32 haben, das gab es aber natürlich nicht mehr. Jetzt habe ich 320 genommen, deswegen ist dieses Kennzeichen jetzt auch so groß, was nicht gut ist.
Und das sieht man, dass es auch ein bisschen scheiße aussieht. Ansonsten bin ich rundum zufrieden. Klar, wir haben kleine Mängel, aber da hatten wir in einem anderen Video schon mal drüber geredet. Ansonsten bin ich soweit sehr, sehr zufrieden. Ich werde jetzt auch noch mal zweimal an dir vorbeirauschen. Ja, ansonsten, was kann ich dazu sagen? Gut, das mit dem Airrides, also das Gas V1, das ist eine coole Sache so an sich. Das Problem ist, dass ich nämlich Spurplatten fahre auf den BBS. Das heißt, das Blech an sich liegt auf dem Reifen auf und ich könnte vom Fahrwerk wahrscheinlich noch weiter runter. Aber das ist eben nicht möglich wegen der Reifenkombi, weil ich fahre 2 5er Reifen. Und genau, deswegen wollte ich mal das sagen. Er könnte tiefer sein, aber das mit den Spurplatten haut es nicht hin, weil sonst klatscht er schon jedes Mal drauf. Genau. Nehmen Sie mich mit. Ja. Was kostet das? 50. Mit klar. Gut. Ich habe doch noch was zu bemängeln, was mir gerade eingefallen ist. Und zwar, wir haben nämlich hier das VR6 Getriebe drin. Das heißt, wir haben 5-Gang-Schaltung. Finde ich schlecht gewählt, muss ich sagen. Vielleicht, es ging zu 100 Pro ging es nicht anders mit dem Platz. Ist aber meiner Meinung nach sehr schlecht gewählt. Was heißt sehr schlecht gewählt? Es ist halt mit dem Platzverhältnis und so ist es okay, aber es ist halt nicht die optimale Übersetzung für diesen Motor. Und genau deswegen, das ist ein bisschen schade, weil auf der Autobahn merkst du das schon. Du bist halt dann schon, also ohne den 6. Gang bist du halt schon echt ein bisschen am Drehzahlband und das nicht gerade wenig. Wenn du sagen wir, du fährst 200, dann bist du gut. Das war beim VR auch nicht anders. Aber ja, ich beschwere mich jetzt erstmal. Ich wollte noch das mal ansprechen, dass man eventuell in Zukunft drüber nachdenken könnte, ob man nicht tatsächlich ein VR6-Getriebe auf 6-Gang umbaut. Und was auf jeden Fall für viele, glaube ich, sehr nützlich wäre, wenn man das macht. Ich muss mich da auf jeden Fall noch informieren. Ich habe davon bis jetzt keine Ahnung, wie man das macht und was der Spaß kostet und was du für Teile brauchst und so ein Scheiß. Oder ob man nicht einfach ein anderes Getriebe anflanschen kann. Genau, das werden wir aber auf jeden Fall sehen. Ansonsten bin ich soweit rundum zufrieden. Das Auto steht ganz gut da. Auch rosttechnisch, was mich natürlich freut, dass es diesmal keinen Rost hat. Mittlerweile kennen wir ja, dass ich ungefähr alles kaufe, was Rost hat. Was ich jetzt bei diesem noch nicht bemerkt hätte. Ihr könnt mir eure Meinung, ich habe ja schon viele negative Meinungen auch bekommen zu diesem Auto. Ihr könnt mir eure Meinung ja einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, dann schaue ich mir das durch, beantworte einige. Ihr wisst ja, wie auch immer, ich kriege sehr viele Kommentare mittlerweile, was mich auf jeden Fall freut und ich lese, ich würde behaupten, 95% aller Kommentare. Ansonsten, genau, auf jeden Antworten funktioniert einfach nicht, sind schon wirklich ein paar. Und dann würde ich mich erstmal fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Ihr wisst ja Bescheid. Und dann werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen, wenn wir diese ganzen kleinen Fehler, was er hat, beheben. Und darauf freue ich mich. Und dann, ansonsten schauen wir mal, was dann so noch 2019 auf uns zukommen wird. Genau. Wird gut, hoffe ich. Genau, das wünsche ich euch echt noch einen, ja, habe ich ja schon gesagt. Und genau. Haut rein, ciao. Ah.
Brrr.